So ein Affe. Er schneidet er mir die Vorfahrt und dann schnappt dann schnappt er mir auch den letzten Parkplatz weg. Was hat er überhaupt zu suchen? Nichts passiert. Lass ihn doch. Und außerdem, was hast du denn gegen diesen Rothaarigen? Der sieht doch ganz nett aus. Ah, oh, wow, kommt aus Schweden, dem Kennzeichen nach. Naja, kommt her. Und? Moment. Und was war letztes Jahr? Ein ganzes Semester warst du in Oxford. Was wolltest du dort? Das war was ganz anderes. Ja, sicher. Du Mensch. Aber das mit dem Affen und wenn ich dich so anschaue... Ja, bitte? Naja, Haare auf der Brust, leicht gebeugter Gang und wenn du aus der Kneipe kommst, da wollen wir nicht mal drüber reden. Was bitteschön hat das jetzt mit diesem Parkplatz rüber zu tun? Naja, Affe eben. Ihr stammt beide von ihm ab. Ich und der? In Oxford studiert und du kennst die Lehre von Charles Darwin nicht? Darwin? Darwin, war das nicht der mit den Schnäbeln? Ah, es ist doch was hängen geblieben. Na prima. Also, du kennst auch die Verwandtschaft. Und dann gönnst du deinem Verwandten und Parkplatzräuber doch sicherlich diesen Parkplatz. Die Schweden? Die waren Wikinger, die plünderten und brandschatzten im Mittelalter. Na und? Jetzt plündert der Schwede halt Parkplätze. Er passt sich eben der Umgebung an. Ist übrigens auch nach Darwins Lehre so. Hä? Vögel, Schnäbel, Körnergrößen und so weiter. Wie sagt man so schön, das Leben findet immer einen Weg. Darwin wusste das schon. Aha. Und wenn denn Darwin so ein kluger Mann war... Warum teilte er die Menschen in Rassen ein? Tat er nicht, jedenfalls nicht so, wie man es später interpretierte. Und dass man jede Lehre irgendwie umdrehen, missbrauchen kann, das weißt du doch. Eine Lehre? Mein Parkplatz ist nicht mehr leer. Da kann ich mich anpassen, wie immer ich es will. Du bist affig. Ist das nicht menschlich? Dieser Punkt geht an dich.